Jetzt sind die Pferde komplett in den Startpositionen, denke ich mal, ja. Oder noch nicht ganz. Nee, Burma King, glaube ich, ist er drin oder nicht. Molly die Clue war noch draußen, ging aber jetzt hinein. Jetzt der Start, jetzt geht die Reise los in der Südseite. Zum ersten Mal das Feld unterwegs und Burma King hat innen schnellen Start, aber auch gleich Capitano, Molly die Clue, die beiden Hirschberger Pferde da, ziehen bereits in Front. Dahinter in der vierten Position ist Monsieur Lucas auszumachen mit Born to be Alive dahinter. Und dann Fipina und Hong Kong Adventure ist das Schlusslicht. So geht es die gerade herauf zum ersten Male. Capitano an der Spitze mit Philipp Minarek. Außen Molly die Clue mit Burma King. An der Innenseite Monsieur Lucas, dicht dabei Born to be Alive auf dem fünften Platz. Dann sieht man Fipina und Hong Kong Adventure. Und so geht es gleich in die Nordseite hinein. Zunächst am Ziel vorbei. Und Capitano vorne. Molly die Clue dahinter außen, die beiden führen das Feld in die Nordseite mit Burma King, Monsieur Lucas. An seiner Seite ist Born to be Alive zu sehen, dann Fipina und Hong Kong Adventure. So ist das Feld ausgangs der Nordseite und Capitano Molly die Clue weiter, diese beiden mit Burma King an der Spitze, wo es in die Gegenseite hineingeht. Monsieur Lucas übernimmt den vierten Platz vor Born to be Alive, dann Hong Kong Adventure und Fipina. Zu Beginn der Gegenseite, der Kapitän an der Innenseite, der hat die Spitze, hat kurz rüber geschaut zu Rebecca Danz, der Philipp Minarek erführt, aber Molly die Clue kann vorbeiziehen zunächst. Molly die Clue hat jetzt in den Auenquellerfarben die Spitze übernehmen können. Dahinter ist Capitano Zweiter, Burma King Dritter vor Monsieur Lucas. Hong Kong Adventure übernimmt den fünften Platz, dann Fipina und Born to be Alive, so geht es bereits in die Südseite hinein. Vorne Molly die Clue mit zwei Längen vor Capitano. Minarek rührt sich jetzt, kommt näher ran, aber Rebecca optisch eigentlich geht der Auenqueller hier besser. Der hat die Spitze weiter. Molly die Clue vor Capitano. Burma King ist Dritter, aber auch noch nicht sicher. Da sind noch einige. Monsieur Lucas mit Hong Kong Adventure setzen da noch mal nach. Aber Molly die Clue mit acht Längen voraus. Der Kapitän hat keine Antworten. Der sendet Notsignale, was den Sieg betrifft. Aber den zweiten Platz, den hat er in der Tasche, der Kapitän. Aber Molly die Clue ist nicht zu boxen mit Rebecca Danz. Eine Straße Vorteil. Ganz klar hier voraus. Die Auenqueller Rennfarben. Molly die Clue ist hier ganz klar an der Spitze und gewinnt das Rennen vor Capitano. Dahinter dann Hong Kong Adventure, im Moment in dritter Position, wird von Born to be Alive aber für den dritten Platz noch angegriffen. Molly die Clue macht alles klar, gewinnt vor Capitano. Hong Kong Adventure hält den dritten Platz vor Born to be Alive. Fünfter Burma King, dann Fipina und Monsieur Lucas. Hier ist auch der vorläufige Richterspruch. Achtes Rennen auf ein neues am 23. Dezember Rennen. Und es siegte mit der 5, der 5-jährige Wallach Molly die Clue. Auf dem zweiten Platz ist die 3 Capitano, drittes fährt die 4 Hong Kong Adventure und auf dem vierten Platz die 1 Born to be Alive. Ich wiederhole noch einmal den vorläufigen Richterspruch. Achtes und letztes Rennen auf ein neues am 23. Dezember Rennen. 5, 3, 4 und die 1.